Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. Einen wundervollen guten Mittag und herzlich willkommen zum 12. Spieltag in der Regionalliga West zum Spiel SV Rödinghausen gegen die SG Wattenscheu 09. Mein Name ist Sebastian Ungermanns, ich werde euch heute durch den Mittag, ja, bis rein in den Nachmittag begleiten. Wir erwarten auf jeden Fall eine spannende Partie, obwohl die Tabellensituation etwas anderes hergeht. Nächster langer Einwurfversuch. Zentrum sehr gut besetzt bei den Rödinghäusern in den ersten Minuten. Wird verlängert, Monchetta! Die erste Riesengelegenheit! Aber Sanchez, warum denn nicht? Monchetta kann den Ball sogar fast kontrollieren und dann ist der Abschluss da! Kurzen. Schön so im Spiel mit Dom Röse. Der setzt sich da durch, Dom Röse, der Ball kommt an! Ja, das ist die Maschine! Eckball, kommt in die Mitte, wer war Zetter und die Lieder! Und wer sonst als Daniel Marzetta, die Nummer 9, 7. Saison-Tor. 2-3 gute hat er schon vergeben. Aber diesmal sitzt der Ball 1-0 für den SV Rödinghausen und das auch hochverdient. Ist eng am Gegner. Kämpferisch spielen, Schaub. Nee, kommt er nicht ran. So, Bravo Sanchez, wunderschöner Chippern auf Kurze, das ist Patrick Kurze! Das ist das 2-Tor! Sensationell! Von Adrian, der Bravo Sanchez! 11 Spieltage bei den Roten. Der Traditionsverein war ja auch schon mal in der Bundesliga. Kaminski auf der anderen Seite winkt, hat da unfassbar viel Platz. Riemer nicht aufgepasst, Kaminski bekommt den Ball, wunderbar in die Füße gespielt. Flankt, findet Yildiz nicht. Nochmal über Britschow, da ist Umut Yildiz, Umut Yildiz! Gute zu klären, erstmal. Ball kann nicht festgemacht werden, wieder auf Meier. Bravo Sanchez, da ist jetzt mal Platz für Rödinghausen. Bravo Sanchez in die Schnittstelle zu Vincent Schaub! Wer hat die Vorlage gemacht? Natürlich, ich muss es nicht ansprechen. Einmal mehr der heute überragende Adrian Bravo Sanchez. Es ist immer wieder sich den Ball früh geholt. Wichtiger Aufbauspieler, jede Situation eingeleitet, die gefährlich wurde für Rödinghausen. Das ist fair, der neue Mann wird gelegt, will den Freistoß und bekommt ihn auch. Bekommt den Elfmeter. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? So, Hofmeier gegen Bruno Staud. Jetzt können es dicke kommen für Wattenscheid. Hofmeier gibt. Bruno Staud hat den Elfer. Nochmal in der Wiederholung. Hofmeiers Elfer gar nicht schlecht geschossen, aber Bruno Staud, der hat die Ecke gerochen. Und dann ist er da. In 2 Minuten vielleicht. Das Spiel ist scheint entschieden. Der Ball gewinnt nochmal. Dominik Domröse. Domröse hat Platz. Schickt Patrick Kurzin in die Mitte. Der findet sogar Malte Meier. Super Parade von Bruno Staud. Und Dominik Domröse, die immer wieder als zusätzliche Offensivkräfte fungierten, haben die Räume auf den Außen ausgenutzt. Und somit ist das Spiel vorbei. Der SV Rödinghausen gewinnt genau deswegen mit 3:0 verdient. Die SG Wattenscheid 09 wartet damit weiterhin auf den nächsten Saisonsieg. Für sie wird es immer dunkler unten im Tabellenkeller und der SV Rödinghausen. Und das ist ja schön, übernimmt die kroatische Tabellenführung. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.